So, mach ein Foto vom Raum. Schäppchenjäger? Was sind denn Schäppchen? Ich kenne nur Schnäppchen, aber Schäppchen, vielleicht weißt du da mehr, Lenja. Eine Nahaufnahme von einer Jacke. Und eine hässliche noch dazu. Och. So. Ganz viele Videos. Wisst ihr noch, was das sind? VHS? Ich muss ein Foto davon machen als Beweis. Okay. 4. September, 5. 7. 8. Der 6. fehlt. Oh mein Gott. Was war am 6. September? Oh, und hier kann ich was einsetzen. Oh, das kann ich. Das weiß ich, wo ich das verwenden kann. Warte, wir gehen zurück. Look what I found. What a bloody earring stuck in the fence. I doubt Mark wore it. Ein blutiger Ohrring? Den hat er jetzt rein zufällig gefunden. Ich glaube, er ist der Mörder. Oder er hat ihm die Leiche irgendwie vom Ohr gerissen oder so. Bah. Soll man Beweismittel nicht normalerweise eigentlich mit Handschuhen anfassen? Oder bin ich da jetzt ein bisschen altmodischer Polizistendenker? Ist das nicht wegen Fingerabdrücke und so? Aber die fassen das alles an, ne? Da, oh, guck mal, da blutet was. Das nehme ich in die Finger. Auf VHS hatten wir unsere ganzen Disney-Filme. Ja, stimmt. Ich hatte auch noch Disney-Filme auf VHS. Weihnachtsmann und Co-KG auf VHS. Das kommt doch jedes Jahr. Das braucht doch nicht auf VHS. Nein. Nein. Ein Poloschläger. Komm, dann vermöbeln wir erstmal das Ding hier. Was habe ich denn jetzt im Inventar? Also, was ist das hier? Eine Hakenbefestigung. Okay. Ja, gut, wir waren da oben noch nicht fertig, ne? Ist das eigentlich Popcorn? Guck mal hier, da ist dein Popcorn. Wer wollte Popcorn? Lauri, du? Der Schwiegervater meiner Schwester meinte, wir wären reich gewesen, weil wir so viele VHS hatten. Dabei waren wir einfach viele Kinder, da sammelt sich was an. Ja, man kriegt ja auch sowas gerne mal geschenkt, ne, von Verwandten und so. Oh, die muss ich jetzt aber nicht wieder alle puzzeln, wa? Was ist das? Hä? Die Pyramide ist nicht vollständig. Ah, da müssen wir das am Ende alles reinpacken, oder wie? Es muss etwas Besseres geben, das ich benutzen kann. Hey, ich dachte, das Stanzding bringt da vielleicht was, weil, ne? Die richtige Kombination, dass man das irgendwie sehen kann oder so. Nein, doch nicht. Verdammt. Ich dachte, ich bin intelligent. Jetzt will ich nichts im Chat hören hier, ne? Taufjut intelligent, ne? Das haben wir ja gerade schon gesehen, dass da nichts ist. Wenn da nichts geht gerade. Da geht ja auch nichts mehr, ne? Ach, ich muss ein Foto machen als Beweis. Oh, scheiße. Ja, jetzt kann ich wieder... Ich vergesse immer diese Fotogeschichte. So, da können wir einen Schraubenzieher... Genau, wir machen das auf und holen die teure VHS daraus. Okay. Ich komme gleich einen Stromschlag bei dem Ding. Okay, eins nach dem anderen. Wir haben auf jeden Fall das Ding hier. So. Genau. Ich setze mal den Fisch zusammen, oder? Ach so, nee. Da, ach, die. Das muss was Richtiges sein. Okay. Ein Vogel. Aha. So. Hab ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt? Ich weiß ja, was ich benutzen muss. Das Stanzding. Ah, guck mal, ich bin voll intelligent. Ja, das ist voll einfach, das Spiel. Das ist viel zu einfach. Komm, spiel mal was anderes. 3, 9, 2, 7, 9, 9. Oh Gott, hä? Folge dem Schema um das Ende des Labyrinths. Oh Gott, Hilfe. Ja.
Okay. So. So. Und jetzt müssen wir zu einem Stern kommen. Also das heißt, da rüber. Und nein. Das ist falsch. Was ist das, wenn du... Ah! da vielleicht hin? Nein, da vielleicht hin? Aber das ist doch auch falsch hier. Was? Patty, danke, dass du da warst. Ciao. Schaut aber aus wie eine VHS, sondern wie ein... Aber nicht aus wie eine VHS, sondern eine Filmbandrolle. Aber da waren auf jeden Fall VHS dabei. So, warte mal, hier. Das ist auf jeden Fall richtig. Wenn ich jetzt hier rüber gehe und den, dann komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier runter. So. Das muss richtig sein, anders geht's nicht. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Genau so. So. Hä? Wie soll das gehen? Bin ich jetzt bescheuert? Wir müssen der Anweisung folgen. Wenn wir jetzt von hinten hingehen, wollen wir hier, so. Ich gehe mal von rückwärts. Warte, so. Ah, hier, so, da. Und dann den... Hier. Ah, jetzt, hier, nee, oder hä? Den da, und jetzt brauchen wir den Stern. Ah, so. So wird ein Schuh draus. Ja, manchmal muss man von hinten kommen. Manchmal ist es besser, wenn man von hinten anfängt. Ihr wisst Bescheid, Ladies. So. Geschafft. Ich dachte, das Spiel wäre einfach. Ja, ich habe ja so getan. Also, ne, eigentlich habe ich es sofort rausgefunden, aber ich wollte euch ja die Möglichkeit haben, geben, auch mal ein bisschen nachzudenken, ne? Arbeitsvertrag. Der Angestellte stimmt zu, dass er jederzeit treu, fleißig und nach bestem Willen und Gewissen alle Aufgaben erfüllen wird, die für seine Position als Wachmann auf der Insel von Bradford IT erforderlich sind. Ja, im Kleingedruckten stand halt drinne, für den Fall, dass wir dich umbringen müssen, musst du halt dann einfach mit klarkommen. Hat er unterschrieben. Okay, komm. Fall geklärt. Er ist tot, hat aber auch unterschrieben, dass er das... Ne? Ist okay. Okay, was haben wir sonst noch? Hier, die da. Die Filmrolle. Kann ich damit irgendwas... Ein Uhrendekor? Was ist denn ein Uhrendekor? Okay, da war nichts mehr, oder wie? Kann ich damit irgendwas anfangen noch? Nee. Da ist nichts, da ist nichts. Ach, hier können wir noch so einen Fisch reinlegen. Okay. Nee, aber ansonsten... Ist da nichts. Hier vielleicht noch was? Ah ja, hier stimmt, hier war noch was. Aber, hä, warte mal, Fischdekor. Das ist doch, hä, bin ich jetzt bescheuert? Ne, Uhrendekor heißt, nicht Fischdekor. Jetzt verwirre ich mich schon selber. Oh Gott, dieses Spiel, ne? Wo ist der Mann hin? So. Nein? Drauf. Wachraum. Hier kann ich auch nicht weiter, oder? Mano! Ich weiß nicht mehr, wie weiter. Ich mach nochmal die Eule aggressiv. Da darf ich nicht mehr hin. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nämlich nicht mehr weiter. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas hier drinnen noch finden, oder? Aber hier ist nichts mehr zum Interagieren. Ich könnte dieses Kabel benutzen, weil ich es zum Abschneiden hätte. Ja, wir haben aber nichts zum Abschneiden. Ich hatte vorhin eine Zange, aber die hat sich aufgelöst in Luft. Das war eine Einwegzange. Da ist nichts. Wie weiß ich mir weiter?
Muss ich einfach den Fall erstmal lösen? Was ist mit Mark passiert? Ich glaube, er hat etwas Blutiges an sich genommen. Ja, was muss ich jetzt damit machen? Hier, das Blut kommt da drauf, oder was? Hä? Ich verstehe es nicht. Er wird umgebracht, oder wie? Nee? Nee, okay. Also ich muss wahrscheinlich einfach nur die Sachen... Ja, ich muss einfach nur die richtigen Sachen da drauflegen. Ja! Und so wird ein Schuh draus. Jemand hat versucht, Marks Selbstmord vorzutäuschen. Er wurde gegen 21 Uhr ermordet. Während des Kampfes ging seine Uhr kaputt. Und das liest man alles aus dem, was man da jetzt gerade gefunden hat? Im Ernst jetzt? Der hat unterschrieben, dass man ihn umbringen darf. Der hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Und seine Uhr konnte auch schon vorher kaputt gegangen sein. Das kann jetzt nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt vom Kampf gewesen sein. Wer sagt denn, dass die Uhr nicht schon die ganze Zeit kaputt war und dass er die einfach nur aus sentimentalen Gründen irgendwie behält oder so? Vielleicht ist es um 21 Uhr, keine Ahnung. Hat er sich um 21 Uhr irgendwann mal beim Teigkneten, Pizzateigkneten oder sowas, aus Versehen die Uhr gegen den Tisch geknallt und dann ist sie kaputt gegangen. Also ich finde das jetzt nicht so, ne? Okay, das ist nicht das... So. Okay, aber zumindest haben wir mal ein Stück weit uns vorangetastet. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das ist doch schon mal gut. Aber leider weiß ich trotzdem nicht weiter. Was sieht ihr ständig beim Teigkneten? Ja, pff, durchaus möglich, ne? Was? Mark hat sich gegen das Geländer gelehnt? Mark hat neben der Wand gestanden? Oder Mark hat neben dem Bogen geraucht? Bestimmt hat er da neben dem Bogen geraucht. Mark hat sich mit jemandem auf der Treppe getroffen? Mark hat sich mit jemandem getroffen und hat sich dann zu ihm an die Feuerstelle gesetzt? Oder Mark hat sich mit jemandem am Eingang getroffen? Wahrscheinlich an der Feuerstelle, da sind die ganzen Flaschen gewesen. Mark ist über etwas gestolpert und von der Klippe gefallen? Mark wurde von der Klippe gestoßen? Oder Mark hat einen Abschiedsbrief geschrieben und ist von der Klippe gesprungen? Wahrscheinlich gestoßen. Let's discuss the case once we know more. War das jetzt richtig oder war das falsch? Da darf ich nicht mehr rein, ne? Die Eule war's, keine Ahnung. Ach so, warte mal. Todeszeit? 23 Uhr, ne, 21 Uhr weiß ich ja schon mittlerweile, aber das bringt mich ja jetzt auch nicht weiter. Oder kann ich mit der Todeszeit hier das Ding aufmachen? Irgendwas übersehe ich, Leute. Ich verstehe es nicht. Mit der richtigen Zeit können wir den können wir das Kabel überbrücken. Ich hab nix. Lass mir einen Hinweis geben. Ich muss zurück. Also irgendwas hier. Lass mich verarschen. This was not an accident after all. We have a murderer. Schau in die Pacific. And the time of death too. Let's go and talk to the residents. We have to take everybody's statement and check their alibis. The killer might be among them. Ich musste die Zeit, die Todeszeit, musste ich auf den Typen anwenden. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Es tut mir leid. So, war er's oder? Hello, Mr. Tarkov. My partner and I have suspicions about this case. It might not have been an accident after all. Do you mind if we ask you a couple of questions about Mark? Horrible. Horrible. Surely that can't be. No, but of course, please, the inspectors, ask away. Das war sehr emotionsbehaftet. Horrible. Klang eher so, als ob ihr irgendwas im Hals stecken bleibt. Wo waren Sie die letzte Nacht gegen 21 Uhr? Was war Ihre Verbindung zu Mark Spector? Wann haben Sie Mark Spector zuletzt gesehen? Hä, nicht so förmlich. Fragen doch einmal. Warum hast du ihn umgebracht? So fragt man.
Muss ihn in die Enge treiben, weißt du? Damit er sich ein kleines bisschen horrible fühlt. Okay, ja. I did some chores around the house. I fed the snakes. And did some important legal accounting for the company. I finished sometime after 9 o'clock. Kann die Schlange bestätigen, dass sie um 21 Uhr gefüttert haben? Ich glaube, ich müsste mal kurz mit der Schlange sprechen. I met him when he came to work here. He had a professional background in security. Perfect for this job. He was a good man. Over time, he became like a member of the family. So ein Mitglied der Familie, dass er vielleicht im Testament steht? Oder vielleicht sogar die Schlange? Yesterday, early in the morning. He came in for tea. After that, I didn't see him for the rest of the day. The next thing I knew was when Edward rushed in, yelling that poor Mark was dead. One more thing. Is there anyone who can confirm your alibi? When I finished the accounting work, I gave the papers to Richard and went to bed early. That's all, Mr. Tarkov. Thank you for your cooperation. Oh, thank you, Inspectors. If you need anything else, I'm at your full disposal. Das heißt also, dass die Schlange auf den Namen Richard hört und die Papiere angenommen hat, die Alex vorher bearbeitet hat. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was eine Schlange mit Papieren zu tun hat. Vielleicht war es eine Brillenschlange, die halt gerne liest. Fragen über Fragen. Wer wird uns die Antwort sagen? Siehst, es war eine Brillenschlange. Oh mein Gott. Manchmal bin ich selbst überwältigt über meine Intelligenz. Puh. Auf Patricia, die hübscheste Vogelbeobachterin. Auf Patricia? Bist du draufgesprungen, oder was? Hä? Auf Patricia! Los, auf Patricia! Ich hoffe, du bist so schlau. Ja, nicht wahr? Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie schlau ich eigentlich bin. Was ist da drin? Vielleicht kann ich die Asche irgendwie wegpusten. Es geht nicht. Was ist das für Asche? Mein Gott. Aua. Ich sollte doch die Asche wegpusten. Leute. Da fehlt ein Teil. Hinterhof. Das ist eine, das ist das da. Ey, guck mal hier, ich kann aber zoomen. Die Tasche hat einen einzigartigen Öffnungsmechanismus. Es fehlt ein Teil. Warum fehlt denn... Wer zieht denn bitte schön an einer Tasche einen Öffnungsmechanismus ab? Also ich verstehe nichts, ey. Hier? Ja! Ach, lass mich raten. Das ist das da? Nein. Okay. Geh mal dahin. Oh, was ist denn das? War das ein Zauberstab? Ich habe einen Zauberstab gekriegt, Leute. Ein Eisenpflock. Ein Leiterrad, ein Steckschlüssel, ein Buch und ein... Ja, warte mal. Vielleicht kann ich jetzt mit der... Hier. Irgendwie... Ich habe gedacht, vielleicht müssen wir das Buch verfilmen mit Patricia oder so. Toffi ist näher dran. Im Schwarzwald. Schwarzwald ist näher als München. Also München ist auf jeden Fall von hier auch ein ordentlicher Dings entfernt. Da oben war nichts mehr. Okay. Ich kann doch drüben in die Lobby gehen. Wer bist du denn? Und draußen gewittert's. Richard Jones, I presume. Jones. Can I talk to you about the death of Mr. Mark Spector? We suspect his death was not an accident. Wasn't? Oh,
Please, I'm at your full disposal. Anything I can do to help, just say the word. Warum sieht dieser verdächtige Mann aus wie Brownie mit vollem Haar? Das ist sehr verdächtig. Nein, I was right here, stargazing with the telescope. Was hoping to catch a comet passing by. They say the sky is the clearest just before a storm, but sadly, no luck. Und weil sie keinen Stern gesehen haben, waren sie so wütend, dass sie Mark die Treppe runtergeschmissen haben. Geben Sie es zu! Sie sind ein Sternfetischist. Und sie haben es immer gehasst, wenn sie mal keinen Stern getroffen haben. I got him this job. He was a decent guy. We met in Wales while I was on a business trip. I went to a bar, got into some trouble, and he helped me out. If he hadn't been there, I wouldn't have this pretty face anymore. I'll miss him. And now you say his death might not be an accident. I just can't believe it. Wieso bläst sich Brownie hier selber Zucker in den Arsch? Er redet gerade von seinem wahnsinnig hübschen Gesicht. Das passt nicht zu Brownie. Hübsches Gesicht, Brownie, das passt nicht. Yesterday, during lunch, we had a Yorkshire pudding. Alexi makes the best one. After a bit of small talk about our hobbies, we went our separate ways. Who can we confirm your alibi with? I spoke with Henry when he finished working in his study. A bit later, Alexi came and gave me some company legal papers. That will be all, Mr. Jones. Thank you. You were very helpful. If you need anything, Inspectors, just ask away. I want my friend's death resolved. Ja, absolut. Wir wollen alle wissen, warum der arme Mann gestorben ist. Vielleicht war es auch wirklich nur Selbstmord und wir drehen uns hier im Kreis. Das wäre eine lustige... Oh Gott, die Schlange. Das wäre ja tatsächlich irgendwie eine lustige Geschichte, oder? Wenn am Ende des Tages rauskommt, es war wirklich Selbstmord. Es gibt gar keinen Mörder. Ja, was soll ich jetzt machen? Geht das da? Ah. Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Eins von zwei. Guck mal. Und jetzt sind die Gegenstände natürlich beide wieder kaputt gegangen. Man hätte den spitzen Gegenstand oder das andere Ding, was man zum Klopfen benutzen könnte, kann man nicht nochmal verwenden. Nein. Ich habe jetzt schon drauf geklopft. Das macht man ja nicht. Einmal reicht. So. Mit dem Leiterrad kann ich das Ding kaputt schlagen, oder? Einmal Werkzeug. Was ist das hier? Hier war ein Siegel. Ah! Nein. War es denn Ralf-Siegel? So, und hier? Ah, das... Ja, hier macht es hier macht's Sinn. Okay, alles klar. Hui. Okay. Jetzt erstmal ein paar Bücher lesen. Ein Buch fehlt. Ja, lass mich raten. Welches? Ich weiß von deinem Plan. Wir müssen reden, bevor das hier außer Kontrolle gerät. Bitte triff mich heute Abend. Ich warte vor meinem Schlafzimmer auf dich. Mark. Oh mein Gott. Es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Der Sex war zu schlecht. Und dann musste Mark sterben. Ist das gruselig. Boah, das wird immer mysteriöser. Dieser Fall. Er ist wirklich kompliziert. Und wir können noch was aufnehmen. Und zwar einen Stempel. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, irgendjemanden abzustempeln. Don't judge a book by its cover. Okay, ja, aber jetzt ist mal Feierabend, ne? Es ist 21 Uhr, ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob ihr Spaß an diesem Spiel hattet, aber das war unser heutiger mysteriöser Spieletest. Wir haben jetzt eine Stunde uns dem Spiel gewidmet, oder vielleicht ein bisschen weniger als eine Stunde. Wir müssen mit diesem Cliffhanger leben, wir werden niemals rausfinden, was Mark passiert ist. Vielleicht mag sein Leben nicht mehr. Oder so. Oder mochte, ist ja jetzt tot, ne? Diese Frage wird uns jetzt auf jeden Fall noch heute Nacht beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir das natürlich auch gerne nochmal weiterspielen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob ihr das unbedingt nochmal sehen wollt.
Aber das war auf jeden Fall unser heutiger mysteriöser Spieletest. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr dabei geblieben seid heute und wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht für all diejenigen, die das Video mit dem Streamplan noch nicht gesehen haben. Am Dienstag wird es den nächsten Stream geben. Disney Dreamlight Valley, das große neue Update, werden wir streamen. Und da wird es... Ja, 17 Uhr habe ich angepasst. Ja, es wird nicht früher als 17 Uhr. Ich habe gerade überlegt, ob ich, weil das Update vielleicht früher kommen kann. Nee, es wird nicht früher als 17 Uhr. Wir werden trotzdem erst um 17 Uhr dann halt eben streamen. Es gab auf jeden Fall schon schlimmere. Ich mag ja solche Spiele generell ganz gerne. Ich mache ja nur Spaß, ne? Ich mache immer meinen Quatsch und meine doofen Sprüche und so weiter und so fort, ne? Ich mag die ja eigentlich ganz gerne, die Spiele. Ich spiele sie gerne weiter. Wenn ihr wollt, können wir das gerne auch nochmal nächstes Mal wiederholen. Ich habe da nichts dagegen. Ich finde die super, ne? So, genau. Dienstag geht's also weiter. Es könnte sein, dass es vielleicht am Mittwoch auch noch einen Stream gibt. Weiß ich aber noch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es Donnerstag, Freitag, Samstag keinen Stream. Die drei Tage kann ich leider gar nicht streamen. Gar nicht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.